Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Pete's Meat probiert. This means war. Hallo. Heute mit dem Christian, dem Sebastian, dem Bram und mir, dem Peter. Schön, dass ihr dabei seid. Wir spielen dieses Koop-Spiel hier, probieren das mal aus. Ihr müsst euch das vorstellen, es ist ein bisschen wie FTL, falls ihr das kennt. Ja, ein bisschen. Ja, ganz grob. Ganz. Wir ja, müssen noch zwei drücken. Weniger, weniger Möglichkeiten, ehrlich gesagt. Aber dafür können wir zu viert durch dieses Raumschiff rein. Wir müssen reparieren, kämpfen und so weiter. Ja, mal gucken. Also wir haben noch nicht rausgefunden, warum man raus kann. Genau, das hier ist unser Raumschiff. Wir haben hier verschiedene Sachen. Wir haben hier links zum Beispiel, hier ist Munition. Damit laden wir unsere Waffen. Das können wir jetzt ja schon mal machen, weil wir werden auf jeden Fall in den Krieg geraten. Hier ist jetzt die obere Waffe schon mal geladen. Alles ganz schön aggressive Motherfucker da draußen. Ja, ja, hier ist ein Mülleimer. Hier kann man einen Feuerlöscher haben wir hier. Wir haben da unten Werkzeug. Hier bei diesem grünen Ding. Dann werden Leute wiederbelebt. Ja, mehr wissen wir noch nicht. Ach. Bram steuert gerade. Ne, selbst steuert gerade. Ich steuere gerade und warte auf Anweisungen von Captain Pete. Wobbel los. Ja, rechts. Entweder runter oder hoch. Wobbelgeschwindigkeit. Bram ist draußen, chillt ein bisschen und wir kriegen eine eingehende Nachricht. Um Dorf. Ich weiß nicht, warum man rausgehen kann. Okay. Also auch noch nicht. Ja, ihr müsst alle okay drücken, damit es weitergehen kann. Ja, haben wir doch schon. Easy. Okay. Herr Peter lädt schon mal, finde ich gut. Da direkt Feuer! Auf den Antrieb. F. So, direkt nachgeladen, Peter. Ah ja, let's go. Hast du einen Schuss gekriegt. Ja, Bruno versucht da was zu retten, was nicht zu retten ist. Baller die Wurst weg. Guck mal, direkt tot. Easy Game. Das so, nachdem wir Lappen oder was? Jetzt kriegen wir hier Upgrade-Materialien. Plus drei Leben. Wir können jetzt also einer unserer Teile unseres Schiffs verbessern. Genau, das können wir entweder auf die Waffen jeweils machen oder auf dieses Ding hier. Ja, Waffen, oder? Die Waffen. Ich gebe das mal der Waffe runter. Ja. Es hat drei leere Slots. Einen davon würde ich jetzt benutzen. Okay, klingt gut. Und jetzt 6 Leben statt 3. Okay, das ist ja schon verdoppelt. 3 Leben ist eine Verdopplung. bisschen ja, ich nicht gedacht halt. Oh, Ereignis, das ist neu. Das gab es im Tutorial nicht. Ereignisfeld. Asteroidenfeld. Alter. Vielleicht können wir ein paar Trümmer nutzen. Durchfliegen oder umfliegen? Ja, natürlich durch. Durchfliegen, Peter, dann machen wir es kaputt, oder? Genau, wir machen umfahren das. Fahren oder umfahren? Ja, genau. Umfliegen. Okay, lass uns vielleicht hinzufügen, während wir vorbeifliegen. Hallo! Ja, das kriegen wir schon hin. Wir hauen hart kein SB. Ach, scheiße! Oh nein, wir müssen reparieren bestimmt gleich. Oder? Ja, da kommen Asteroiden. Ah, ich mal. Reparieren. Da kommt man da ist doch. Oh Gott, hier, pass auf, wir können bestimmt jetzt ist mein Zeitpunkt. Ach, stimmt, jetzt ist die Zeit gekommen, rauszugeben, Ram. Ah, du musst den Müll wegmachen. Oh nee, du kannst so Dinge einsammeln. So Upgrades. Wäre voll smart gewesen, wenn ich auf der anderen Seite rausgegangen wäre, aber hey. Scheiße, ich hab keinen Anzug an! Das ist ganz schön kalt ohne Anzug! Leute! Ach, selbst so Fuß. Warte, ich versuch dich zu holen. Mein Pimmel ist so klein und friert gerade ein. Kacke. Da ist ein Upgrade. Komm schon. Nimm es. Hilfe, Peter. Ja, Peter, hol lieber das Upgrade. Ja, ich versuch selbst zu retten. Ich schwimme zurück zum Schiff. Scheiße, man muss den Anzug anziehen? Oh, 18% Schaden ist nice. Also Sauerstoff sieht super aus und das ist doch gut. Also ich hab nochmal so ein +3-Leben-Ding, das würde ich dann der anderen Waffe einfach drauf machen. Ich hab da auch noch irgendwo drin eins hingelegt. Ich hab mir so ein Ding, +18% Schaden, das gönn ich auch mal der oberen Waffe. Ja, krass, ey. Der oberen Waffe, dann... Vanessa, hast du das gerade schon gesagt? Sepp hat das gerade gesagt. Achso, Entschuldigung. Du. Komm, ich mach die ganze Zeit den Dreck weg, Alter, Jungs. Dann müssen wir mal weiter. Ja, ist okay. Ich spiel hier den Scheibenwisch. Guck mal, da kommt wieder was. Da, guck mal, genau, weg. Super. Wusstest du eigentlich, dass das all deine Stimme so lustig machen kann? Ihr macht das super da vorne. Ich bleib mal lieber hier, um zu reparieren. Schön im Trockenen, Peter. Was denn reparieren? Ja, falls was passieren sollte. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Falls was passieren sollte, wird immer weiter fliegen. Hat denn eigentlich schon mal jemand probiert, sich in den Sitz zu setzen und weiter zu fliegen? Nee, ich glaub noch nicht. Oh, Peter, macht das nicht, solange wir noch draußen sind, oder? Ja, klar. Ich hab so Karte öffnen angeklickt. Ihr könnt wieder rein. Ja, ich bin drin. Alles gut, kannst weiter fliegen. Da ist ja nix. Das ist ein leeres Feld, das ist easy Feld. Okay, wir können hoch. Das ist irgendwie. Das sieht aus wie die Truhe. Oben sieht geil aus. Barbecue. Das ist Barbecue. Ja, das ist ein Grill, genau.
Bram, komm mal rein da! Muss die Tür aufmachen. Nein! Oh, Alter, ich kann euch nicht reinlassen! Bram, nimm mich mit! Du kannst den nicht mehr retten, die Nummer ist du. Der ist doch schon gefroren. Naja. Ach man, Kryostase und so. Wait, ich bin noch gar nicht nach oben gegangen. Was kommt denn jetzt hier auf einmal? Offensive Beute. Ja, Damage. Let's go. Ja. Scheiße. Verteidigung ist das für Lappen. Gib. Wo Epixe? Da. Tada, Munitionsroboter. Der ist selbst schon wieder gekommen. Den kann ich jetzt hier irgendwo aufstellen. Den kannst du überall. Oh, der boostet, wenn du ihn aufgestellt hast, boostet der alle. Ich kann den hier vorne hin tun. Ich stelle den einfach mal hier. Mal gucken, was passiert. Hallo! Oh mein Gott. Oh, der Roboter, der lädt! Der lädt das auf! Ja, vielleicht hätte ich den besser woanders hingestellt. Kannst du den noch wo umstellen? So, okay, doch, wir sind zur Kiste geflogen. Da ist die Station von dem Roboter da vorne jetzt. Ja, das macht doch nichts. Geil. Ja, in der Mitte wäre besser gewesen. Oh, was? Kill it! So, Moment. Okay. Ja, gar kein Thema. Bams! Direkt offen. Yo! Hier kommt gerade irgendwie keine Muni. Doch, doch, jetzt. Okay, Zack. Ich repariere mal. Ich Alter, das war's schon. Hey, Robocop, jetzt hol uns mal Munition. Was ist das denn? Okay. Ja, aber jetzt kommt Robocop, Sepp. Ja, jetzt? Zu Bram auch noch, die Sau. Shit. Ah, easy. Das war doch ja, schon. Ja, ist schon tot. Nice. Ah, geil. Aber geil, Robo. Bester Mitarbeiter. Abklingzeit. Sollen wir Robo geben? Nee, auf Munition. Kann man die Updates irgendwie nochmal rausholen? Oder sind die fix, wenn die Ich glaube, erst wenn du ein neues Upgrade hast, kannst du das an die Stelle setzen. Ich fühl's schon mal entspannt los. Ja, du bist ein Boss. Schon mal Muni wieder. Da kommt wirklich ein Boss, Leute. Nee, ja, das ist einfach nur ein Gegner. Nee, das ist ein Boss. Das sind Piraten. Okay, ich sitze am Schlüssel. Are you ready? Ja, klar. Ja. Okay, let's go. Ich hab Munition schon in den Finger. Oh, shit. LOL, mit Animation, Digga! Der Asteroid! So, oh, jetzt kannst du rein! Ich geh schon. Schieß mal, damit ich dich nachladen kann. So, jetzt geh ich rein. Ich mach hier offen für dich, Christian. Ich repariere sofort direkt. Aber erstmal die Waffe von dem kaputt gemacht. Ja, Christian ist offen. Holland ist offen. Woher wisst ihr, dass man jetzt rein kann? Weiß ich nicht. Weil da innen drin Items zu einsammeln sind. Kommst du da rein? Ja, nice. Nee, ich flieg oben drüber. Hä, was? Ich bin oben. Die scheiß Roboter kann jetzt aber getötet werden. Wer muss getötet werden? Die untere Waffe. Okay, ist tot. Alter, die Waffe am besten auch. Aber du hast da oben auch eine. Aua, die hat richtig wehgetan. Moment, ich bin Reparaturman. Schwimme. Einfach schwimmen, schwimmen. Alles gut. Ich schieß mal die Waffe weg. Ja, okay. Arsch. Ouch. Das hat echt weh. Da kommt der Roboter mit Nachladen. Ich hol nur noch so eine krasse Gatling jetzt. Ich hätte doch eben schon gehabt. Nein, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass wir so eine geile Waffe jetzt haben. Lol, der schießt auf unser. Oh nein. Ja, ich repariere es direkt. Irgendwie ist da noch eine Waffe funktionsfähig bei denen. Der Reaktor von denen geht auf. Ja. Alles gut, Leute. Du musst auf den Reaktor schießen. Da! Bam! Ist critical! Ah, und dann fliegt die ganze Base. Einen hast du noch, einen Damage machen. Aua! No, nicht die Türe. Nein, jetzt haben sie zugemacht wieder. Ja, schieß einfach irgendwo drauf. Ich hab irgendwie das Gefühl, das ja, weil wir müssen das noch einmal treffen. Dann nein, ja genau. Du musst nein, ist egal wo. Schieß einfach irgendwo drauf. Tief. Da! Wenn dann mit Kabum. Jawohl. Nice. Babs. Sehr gut. Autsch, wir haben echt viel kaputt. Ich siege den ersten Boss. Vorher leicht. Dauerstrahl haben wir freigestellt. Hilft Nachrichten zu übersetzen. Oh, guck mal. Oh, wer hat hier mehr Abklingzeit von euch? Nein. Oh, ich gebe dem Roboter mal weniger Abklingzeit und läuft er vielleicht ein bisschen schneller. Ja, das kannst du machen. Peter, was hast du da? Plus 19 Hülle. Das ist doch gut. Achso, also, ja, wir haben jetzt Übersetzer, haben wir aber auch. Ja, aber wir ich glaube, der Übersetzer ist für Quests wahrscheinlich, ne? Achso, wir können nur eins von beiden reinpacken. Ja. Oh, okay. Was ist hier oben für ein geiles Gerät? Plus 1 Hülle oder, ja. Sofortiges Wiederbeleben. Ja, das ist ja Schmutz, oder? Ne, das brauchen wir nicht. Du kannst doch der Übersetzer, sind, oder? Der ist da drin schon im Stuhl. Achso, ne, Moment, aber dann ist die Hülle aber oder? Was anderes. Du kriegst ja angezeigt, wo die hinkommen.
Wo ist denn die Höhle? Kam zusätzlich noch. Der Übersetzer kam nicht in das Ding rein. Also oh, echt? Ja. Und boostet einfach das Schiff, also stackt mehrere. Ja. Dann gönn ich guck mal hier, die andere Höhle kann ich auch noch mal reinballern. Dann baller die mal rein. Ja, stimmt. Unter unserem Sauerstoff ist der Übersetzer ja gerade drin. Siehst du das? Ja, genau. Und wir haben jetzt 50 Leben statt vorher weniger. Okay, also sofortige Wiederbelebung haben wir jetzt auch drin. Nice. Cool. Okay, das war ja voll der Boost. Ja, und Fliege, ne? Ja, Fliege mal immer. Let's go! Wir fliegen einfach mal straight weiter, ne? Zum, what? Ja, Portal. Oh ja, wirklich. Warp-Tor. Ja klar, wohin? Gegnerische Schiffe haben mindestens ein Abwehrgeschütz oder ein Schild, ist euch egal, oder? Ich bin für den Verteidigungsdistrikt. Ich also auch. Da. Let's go. Ich weiß nicht, wie Schilde funktionieren. Einfach mehr draufschießen, ist doch ganz klar. Oha. Alter, Grafik wie bei Mass Effect. Wir haben übrigens auch Geld oben, ne? Also irgendwann werden wir da doch investieren können. Wir werden können, wahrscheinlich einen Händler stimmt. Das ist halt wie fast kaufen können. Aber wieso haben wir alle gleich viel Geld? Das sagt er. Weil wir einmal Geld haben. Wieso sagt er, wenn wir gleich viel Geld haben? Das viel mehr Geld, nach als Leistung du kriegst, bezahlt wird. Ja, aber dann hättest du doch nichts. Du bist schon zweimal gestorben, indem du einfach rausgerannt bist. Ja, du Scheiße, wo sind wir jetzt hier? Das sieht aus wie ein Händler. Oh ja. Da. Warte mal. Ah ja, die riesen Kavenzwumme. Können wir sie kaufen? Präzisionsgeschütz. Munitionsroboter. Scheiße, vom Roboter. Und. Reparaturgeschwindigkeit. Stellt Verbesserungen her, die temporär die Reparaturgeschwindigkeit erhöhen. Also, ich will das Gerät. Also, ich bin ja dafür, dass wir hier zusammenlegen. Ich bin dafür, ja, aber selbst zusammenlegen können wir uns das nicht da leisten. $50 ablegen. Du kannst $50 ablegen, sodass andere Spieler das Geld einsammeln nutzen können. Okay, wir brauchen. Aber wir haben nicht genug. Wir brauchen mehr. Okay. Also, wir hätten genug für den Munitionsroboter, aber davon haben wir schon einen. Und wir hätten genug für die Reparaturgeschwindigkeit. Das ist überhaupt ein Munitionsroboter, den wir hier haben. Ah ne, Quatsch, das ist ja ein Laderoboter, stimmt. Ja, ist Munition. Doch. Ah ja, guck mal, der ist doch gleich. Gut. Aber der macht halt echt nur alle 15 Minuten gefühlt, wa? Ja. Ich hab dem schon eine Abklingzeit weniger reingetan. Ich würde dafür, wir sparen nochmal für den nächsten. Ja, wir starten, sparen für eine richtige Runde. Bisher haben wir ja noch nicht mal Probleme bekommen. Und rein. Bin gespannt. Oh, Bram! Jetzt haben wir unseren Tod verwastet. Geil. Komm, ich. Ja, ich wollte jetzt noch die Verteidigungsgeschütze schießen, ne? Irgendwas Moment, warte noch kurz, bis ich wiederbelebt bin. Achso, ja, okay. Weil da, also ich glaube, solange ich out of Kampf bin, gilt das Ding nicht. Also, kann es sein, dass, dass der Schädel abläuft? Ja, kann sein, dass er einen Cooldown hat. Also so. Aber der wird jetzt geused. Ne, der ist ja schon weg. Also, Bram ist ja nicht direkt wiederbelebt worden. Oh, genau, oder das geht dann 5 Minuten immer. Also, weißt du? Ja, aber ich bin nicht wiederbelebt worden. So genau, der ist ja nicht instant wiederbelebt worden. Irgendwie. Scheint, dass aber eine große Masse an Asteroiden auf uns zufliegt. Ja. Okay. Krasse Nachricht. Schon mal gut, dass wir das übersetzt haben mit unserem Übersetzer. Oh, heißt das, wir müssen jetzt wieder aufräumen? 99 Sekunden überleben? Oh, das wird übel. Schießt die Asteroiden einfach weg? Ich geh mal raus, ne? Okay, das geht nicht. Oh. Aua! Ich reparier schon mal. Ich hol mir auch mal so ein Reparaturding. Da oben, nee. Da, Target! Du kannst hier auch vorab. Oh, da gehen mehrere Sachen kaputt. Alter. Unser Roboter! Lol, der hat mein. Wieso hab ich das fallen lassen? Hey, was soll das? Entschuldigung, ich hab nur eins gesehen, reparier jetzt! Oh. Ja, easy. Ist auch okay. Hast du wird repariert. Mist, hier kommt man ja gar nicht da rein. Ich hab hier gar nichts zu tun, das ist so geil. Da oben links ist auch noch reparieren, Christian. Hier ist doch alles kaputt. Oh, das wäre fast kaputt gegangen, ey. Ey! Hinten ist noch. Offen Holland. Ja. Offen Holland, Alter, weißt du. Ja, ich glaube. 2 HP Damage bisher. Nee, das läuft doch auch runter. Wenn das runtergetickt ist, ist das Ding doch kaputt, oder? Ja, da stand immer was von, es gibt Schaden, den man nicht reparieren kann, wenn nicht schnell genug. Da habe ich jetzt gar keinen Bock. Können wir Schiff doch rennen, wa? Also zumindest, wenn du nichts in der Hand hast. Das Spiel ist schon einfacher, wenn man mehr Leute ist, ne? Meinst du? Ich denke. Ah, L1 ist das mit Rennen beim Controller, by the way.
gerade noch was kaputt, ich sehe gerade nichts. Guck mal, easy geschafft. Jawohl! Levelaufstieg! So krass wieder. Was passiert denn mit Levelaufstieg? Oh, du hast ein blaues Item. Ich kann noch mehr Damage machen, nämlich bei Damage 3. Nice. 17% Abklingzeitverringerung. Aber Laufen ist halt auch wichtig, ne? Also ja, ich habe Laufen genommen. Reparieren habe ich halt gar nichts drin. Ich nehme Damage. Mal reparieren hast du gar nichts drin. Warte mal, dann hat jeder Charakter von uns wahrscheinlich unterschiedliche Skills, weil ich habe reparieren schon zwei. Ja, mein Charakter hat alles gleich am Anfang. Alles guck mal, nehme ich doch reparieren weiter, weil dann bin ich ja krasser Reparateur. Ich gehe ballern. Oh, I'm the Mechanic. Yep, Peter, weiter geht's. Jawohl. Wir haben oben ein Symbol, weil ich nicht kenne. Das ist eine Uhr, das ist so eine, oder? Das ist so eine... Das ist eine Medaille. Nee, ja. Das ist eine Medaille. Nee, das ist eine Stoppuhr. Okay, Amok am Schiff laufen. Ja, klar, immer. Fangst so viel, wie ihr könnt. Fangen, das heißt, wir müssen raus, oder? Ja, genau. Ja. Endlich mal. So, let's go. Ich kann wirklich fliegen. Woo. Oh, lol. Geht jetzt ab? Da die Roboter fangen! Da. Oh lol, wir müssen gar nicht raus! Da rennt ein Roboter in unserem Haus! Hab ihn! Da kommt der Nächste! Oh, nein! Jawohl! Ah, easy. Da rechts! Da. Hier oben! Da her! Nice! Sehr gut. Jeder in eine Ecke und gut ist, ne? Vergesst das Sprint nicht. Ich bin unten links. Ha, oben und rechts. Er hat uns getrickst! Alles gut, alles gut. Ach, guck mal. Müssen nur noch 10 fangen. Aber nicht mehr so viel Zeit, ne? Komm, geh mal da links. Da komm ich nicht hin. Da direkt nochmal. Ja, ja, ist ja gut. Oh, wir schaffen das nicht. Oh no. Wir schaffen es genau nicht. Schade. Ja, guck mal, jetzt haben wir unterschiedlich viel Credits bekommen. Ja. Fragezeichen klingt doch super, oder? Ja, Fragezeichen klingt auch gut. Oh, was oder ist denn? Ah, ne, das ist ein normaler Kampf. Fragezeichen klingt gut. Ein feindlicher Kreuzer, mega! Ja. Wir sind zu stark für unsere Waffen, wir sollten in der Lage sein zu entkommen, wenn wir lange genug überleben. Wow. Oh shit. Wieder überleben. Ich wollte schon mal Reparatur sagen. Ja, die Jaw. Aber in Reparatur habe ich halt gar nichts. Oh, ja, dann schießt du doch auf den und wir reparieren. Macht ja keinen Sinn, oder? Doch, ja, bestimmt, du kannst ja auch seine Waffe schießen. Wir müssen einfach überleben. Ja, Schild ist zu stark, genau. Ah, wir müssen da, einfach überleben. 95 Sekunden. Da so, die Problem laden jetzt nach. Kannst ja, der genau schießt gucken, ja gar nicht, der Lappen. Oh, oh, oh. What? Alter. Yo. Moin. Ah, er macht das da oben. Okay. Ich ist direkt wieder kaputt. Ey, wieso lässt denn der das immer fallen? Das ist ein Tollpatschvogel. Ja, was soll das? Jo. Ich schieß einfach mal zu. Warum kannst du ja nicht kommen? Nee, das Schild ist zu stark. Steht da auch, oder was? Aua! So, weiter reparieren. Easy. Aber schnappen, reparieren. Autsch. Repariere. Okay. Was haben die eigentlich für krasse Waffen? Oh, warte mal. Jetzt schießt doch nicht immer auf unsere Waffe, du Arsch! Guck mal, wie unkoordiniert auf dem anderen Schiff die sind, ey. Nicht so wie wir. Sagt er und läuft gegen die Wand. Mach kaputt. Ja, ich kann keine Heilung mehr nehmen. Boah, boah, schießt der gerade. Oh, lol. Ah! Oh, lol. Einfach ein bisschen da oben ins Cockpit geschossen. Nein, nicht auf unsere Anzüge! Ich hatte gerade die neue Modellinie draußen. Ja. Oder ich schieße da nochmal drauf. Ich gehe. Eine Sekunde noch. Jawohl, good job! Alles repariert? Ne, irgendwas noch. Doch, ich glaube schon. Jetzt schon, jetzt, ne? Ja. Oh, eine goldene Truhe! Boah, nee, plus 25% Schaden? Ja, moin, Alter, in die Gatling. Krass.
Das ist doch blau. Oh mein Gott. Rein in den, den Sultan. Okay, unsere obere Waffe ist auf jeden Fall die crazyere. Ja, die untere könnte man fast überlegen, ob man die verkauft und gegen eine andere tauscht. Ich wüsste auch gar nicht, wo die nächste Waffe hinkommen soll. Mittlerweile haben wir auch ein bisschen Money. Ja, ach, dieses Asteroidenfeld. Ja, können wir wieder ein bisschen Sachen looten. Snaggerino. Ja, ab geht er. Hast du gesehen, wer mich tupen wollte mit der Schleuse? Da, überall grüne Sachen. Awesome. Ist das eine Waffe da? Hab schon. Das ist ein Laser! Reparaturgeschwindigkeit. Da vorne ist noch ein Ding vorne. Ja, natürlich. Dann können wir unten einbauen, den Laser quasi, ne? Ich hab die Sachen erstmal reingelegt. Ja, ich hab's auch erstmal reingelegt. Ich weiß auch gar nicht. Schaden. Ich glaube, das war's. Wir können auch weiterfliegen. Ja, das kann auch noch einmal sein. Items. Reparaturgeschwindigkeitsbuff ist das. Was macht man damit denn? Schaden. Was hast du, Peter? Ein Reparaturpuls. Damit wird quasi automatisch, glaube ich, repariert, was in der Nähe ist. Cool. So, können wir da rein. Hast du unten die Waffe getauscht? Noch nicht, aber das würde ich jetzt einfach mal machen. Ja. Ja, wichtig wäre zu wissen, ob dann auch die Updates wechseln. Oh ja, hast du geguckt? Ja, du konntest sehen, ob die besser waren. Alle rausgeflogen. Ja, habe ich natürlich nicht, aber war bestimmt. Die Updates sind rausgeflogen, aber du kannst sie wieder reintun. Also, das sieht rausgeflogen. Achso, die Updates. Ja, okay. Na nee, gut. Captain, fliegen Sie weiter. Das weiter nach rechts? Jetzt? Nee, ne? Du musst dann das Portal Ende. Quasi erstmal finden auch. Sollen wir mal gegen die Wand fliegen? Ja. Guck mal, was da so abgeht. Ja, da ist das All zu Ende. Boah! LOL, Alter! Voll der Düsenbär. Wir können oben kämpfen. Unten kämpfen. Unten kämpfen, weil unten können wir vielleicht weiter, oder? Ja, würde ich unten auch sagen. Können wir zweimal kämpfen. Aber jawohl. Unter dem Kampf, unter dem anderen Kampf war noch was drunter, oder? Ja, ich weiß, das sag ich ja. Ich wollte wissen, ob ich komm, mach den weg. Kann. Da war so ein Stern und so. Der wir nackt. Der ist nackt. Finde ich gut. Und Globokorb. Okay. Wir können jedes Mal wohl ein bisschen mehr erkennen. Wir haben noch nicht genug Fische, erkennen. Lieber Nork. Wo ist deine Waffe? Ja, moin, direkt wieder. Ja. So, warte, ich wechsle das mal kurz hin und gehe dann hier. Da ist eine Bombe. Was mach ich denn damit? Entschärfen, Feuer ausschieben. Im oh Gott. Das macht einfach überall Schaden. Ich hab sie in den Müll geworfen. Nice. Peter, ja, ich hab Feuer gelöscht. Leute, man kommt hier nicht mehr durch. Die haben unsere Tür kaputt geschossen. Oh, scheiße. Keine Muni ihr mehr. Müsst euch selber Muni holen, Leute, jetzt, weil wir Christian ja, und ich sind hardcore reparieren. Wieso hab ich noch einen Raumanzug an? Ja, wir müssen den ablegen. Ultra langsam. Ja, kein Problem. Scheiße, da ist wieder eine Bombe. Ich kümmere mich drum. Was hast du dagegen gemacht? Die Müll geworfen. Was? Als wir hier so ein HP haben, Alter. Ja. Dumm. No, nicht auf Robbie, den Roboter. Jawohl, nice. Good job. Alter, Alter. Schon wir haben uns ganz schön gestresst genommen. Pass auf. Mehr Leben. Plus 6 Leben. Haben wir unten einen Riss drin? Oder? Ist das nicht zerstörbar? Nicht reparierbar? Doch, doch. Okay. Sehr gut. Pack hier mal in den Roboter, in den Reparaturroboter. Okay, wo fehlen uns 2 Leben? Ja, die sind glaube ich ganz die, weg, die das ist das Graue, was komplett haben. Weg ist. Ja, scheiße. Ah. Okay. Na gut, damit müssen wir da mal leben. Ja, die haben schon Reparaturroboter steht auch richtig optimal hier in diesem einzelnen Raum, wo er echt lange braucht, um überall hinzukommen. Dann können wir jetzt aber auch wirklich weiterkommen. Oh Gott. Was?
denn jetzt her? Okay, ich geh direkt mal reparieren. Schießen! Wir müssen echt immer direkt deren... Okay, die Waffe ist von denen kaputt. Okay, die andere Waffe ist auch kaputt. Unser Munitionsding geht kaputt. Reparieren. Ich hol mir selber Munition. Scheiße, ich hab... Wo ist der Munitions... Oh mein Gott. Das Munitionsding ist kaputt. Shit. Alles gut, alles gut. Voll. Okay, wir haben ein Loch gemacht. Sehr gut. Oh Leute, die Waffe hat keine Munition. Aua, aua, aua. Achso. Von dem haben wir noch zu viel, ne? Ja, und deren obere Waffe funktioniert gerade auch wieder. Und die untere auch. Macht halt wenig Sinn, dass ich repariere. Ja, aber dann geh du an die Waffe und ich schieß. Warum macht halt wenig Sinn, dass du reparierst? Weil ich vollen Schaden mache und keine Reparatur habe. Ja, dann lass doch tauschen, Christian. Da oben! Ja, ich bin dran. Okay. Bist du? Was? Okay, Waffen kaputt, Schiff auch. Oh, nice. Das ist sehr gut. Kein Problem. Alter, krasse Truhe. Plus 3 Hülle. Plus 2 Hülle. Okay, wir haben noch relativ viel kaputt und ich versuche gerade noch herauszufinden, wo das ist. Jetzt ist alles gut. Ich glaube, Peter, das sind die Perma-Sachen. Wir haben da noch einen Riss, Scheiße, ey. Der sieht aus, als wäre der permanent. Also nicht, was wir da falsch gemacht haben. Also zu langsam. Wenn du Schaden kriegst, dann läuft da ja immer der Timer ab. Und wenn der abgelaufen ist, dann kriegst du Permaschaden. Ja, ich dachte, ich hätte die Timer aber alle schnell genug repariert. Aber das hat scheinbar nicht gereicht. Ja, nee, dann geh ich mit Peter reparieren und Christian schießt. Wenn Christian da mehr Schaden macht, ich repariere auch besser. Ja, gibt schon Sinn. Sehen wir noch nicht von die... Ja. Geil. Okay, das nächster Kampf. 3, 2, ja, ballern. Christian, geh mal schon mal ins Geschütz. Ja, schieß direkt auf die obere Waffe von denen. Na, wieso schieße ich den da schon LOL, die haben so ein Ding, was die Schüsse abfängt. Scheiße, Alter! Fuck, die haben hier ganz schön was kaputt gemacht. Bram, geh du mal schießen, bitte. Feuer! Peter, kannst du Feuer holen? Ich bin hier gerade schon an dem Reparieren. Jetzt hol ich Feuer. Ich hol Feuer. Okay. Schieß auf die untere Waffe. Ah, das brennt ja heftig! Und beide Waffen kaputt, die haben nur die dritte. Okay. Ah, die lebt aber noch. Ich repariere hier direkt selbst. Okay, ich hab Feuer gelöscht. Oben brennt auch, oben links. Oh, fuck! Nein, wieso fällt der? Warum lässt er ihn fallen? Nein! Oh, da waren, sind wir zu langsam. No. Alter, was? Wie viel Schaden das macht. Jawohl, die Oberwaffe ist wieder tot. Ja, jetzt schon nicht wieder. Mehr. Also von uns, meine ich, habe ich die repariert. Ach du Scheiße. Untere Waffe, untere. Ja. Wo ist denn mein Dingens hin? Mein Feuerlöscher. Super. Ich kann ihn nicht reparieren, solange es brennt, glaube ich. Ja, ich komme. Ich habe den Feuerlöscher. Ach, du hast Feuerlöscher. Wie hab ich denn das gemacht? Mach mal unten das Feuerlöscher, brauchen wir, Peter. Nice. Oh, oh, warte mal, ich mach um die Tür repariert. Sehr gut. Alter, ist das... Und wieder oben. Oh, die haben hinten ein bisschen. Ja. Nee, hey, warte. Okay, warte, ich mach mit meinem Ding lieber das. Also machst du da? Ja. Okay. Hey, die untere Waffe schießt gleich wieder. Nice, haben wir repariert. Einmal noch drauf einfach. Oh, Feuer am Cockpit! Ich komme! Nice! Hims, jetzt können wir. Eieiei, ey, die Kämpfe werden krasser, ey. Ja. Oh, Levelaufstieg, sehr gut. Dann heißt, ich gehe auf jeden Fall auf Reparieren. Ja, ich auch weiter. 5 Leben! Okay, ja, wir haben schon 6 gesamt verloren. Wir haben vorher, glaube ich, mit 50 Leben gestartet. Ne, mit viel weniger. Also wir hatten, ganz am Anfang viel weniger. Wir haben ja diese Permanent-Upgrades auf Leben bekommen. Ist dieser Reparaturtisch, repariert er das ganze Schiff in einmal und hat Cooldown? Kann das sein? Ich glaube, alles, was in der Nähe ist, oder? Ja, ich weiß nicht, wie der genau funktioniert. Der jetzt hast du ihn halt aktiviert und er hat dann Cooldown. Ja, aber ich bin jetzt grün. Hat man dann vielleicht einen Buff? Oder ach, du hast so einen Buff, das kann natürlich auch sein. Ah, ja, okay. Reparaturbuff? Ich weiß nicht. Als nächstes steht wieder ein Boss an, Leute. Ich leg schon mal Reparatursachen hier so im Schiff hin. Kampf, sagst du? Ja. Ja, wir überlegen, ob wir darauf warten sollen, dass der Reparaturbuff wieder
aktiv ist. Ja, Christian hat den Bauch so lange. Ja, aber Christian sollte ja, Christian sollte ja fighten. Soll er schießen? Ich kann das, ja, jetzt. Ja, stimmt. Warum ist eigentlich die ganze Zeit diese Schleuder offen? Ja, das vergeht halt nicht. Er muss noch ein bisschen durchzieht, meinst du? Okay. Ja, dann können wir jetzt starten. Und ist bereit. Jetzt ist der Buff da. 250 Leben, ja moin. Der Vogel. Alter. Boah, ja, aber wieder so ein Ding, was oben auf ist. Nee, achso, nee, das ist ein Schild. Ihr müsst den Schildgenerator rechts vielleicht treffen. Die Batterie? Da und die Batterie. Genau. Ja. Das macht auf jeden Fall gut Schaden. Ja, hat nur 250 Leben. Achso, warte mal, wir könnten natürlich auch Munition holen, oder? Ja, das wäre ganz smart. Weil ich war jetzt bereit hier für Reparatur. Ich gebe noch oben Munition. Nein! Hä? Okay. Wieso bin ich denn da reingegangen? Nein, nicht schießen! Oh Gott. Ja, jetzt schießen die. Scheiße, die eine Munition ist weggepackt. Reparatur. Okay, währenddessen kann ich auch. Ich bring dir Muni. Sicher, wir da nicht drauf schießen müssen. Hey, jetzt hat er kaputt gemacht, die Sau! Aua! Oh fuck me. Alter, der Bums ist ja richtig hart. Ich glaube, das sind so zwei Phasen. Wir können was machen und jetzt. Jetzt können wir nur reparieren. Jetzt müssen wir schießen. Komm schon. Jetzt müsst ihr schießen. Unten ist nicht besetzt. Unten ist nicht besetzt. Ja, ich arbeite dran. Ich hab gerade. Der Muni-Roboter, jawohl. Ich nehme mal Heilung. Kann ich jetzt irgendwie was Krasses? Ja. Alles kaputt. Besorg Muni. Ich brauch Muni. Oben. Hä, was? Ich wollte Muni holen. Deswegen. Ja, aber wieso legt der das nicht rein, die Sau? Das ist voll scheiße. Voll dumm. Warte mal, wie schießt der wieder? Heilt der sich um 25? Oh Gott. Christian, ich bring dir oben Muni hin. Ja, wir müssen jetzt erstmal reparieren. Wir erstmal mit allem reparieren. Ja, richtig. Genau. Hinten links wäre, also das macht Christian schon sehr gut. Bleib unten rechts. Ich gehe oben Waffe. Waffe. Ah, ich bin was? Beim Reparieren bin ich rausgeschissen worden. Oh, das ist ein Problem. Okay, schießen. Scheiße. Ich schieße oben. Ja, mach mal. Worauf muss ich genau schießen? Auf das hintere, auf das schwarze hintere. Scheiße. Damit. Zum Heilen, nee, ne? Grad nicht. Weil ich mein Christian, bist du das hier nicht? Du solltest eigentlich schießen, oder? Ist mir egal. Wir switchen jetzt. Ich geh jetzt. Ich mach ein bisschen mehr Schaden als du. Mach schnell. Okay. Mach du weiter. Peter, du bleibst oben, ich bleib unten. Okay. Ja, ich muss reparieren. Ja, wir haben immer noch nicht alles repariert. Wir haben immer noch so einen roten. Ja, nee, das sind die Perma-Sachen. Die roten? Ja, aber wir haben immer noch so einen roten Bereich. Ja. Ich glaub, das kannst du nicht. Aber rot ist eigentlich. Oh nee, mein Gott, er hat mich auch rausgehauen. Nein, mich auch! Ich wollte doch mit dem Buff reparieren! Ja, geht anscheinend nicht. Problem. Jetzt bin ich richtig lange draußen. Oh. Du bist einfach instant gestorben, Peter, ne? Ja. Oh shit. Schießen. Schießen. Ja, oben geht richtig kaputt. Geht oben ist Perma kaputt. Da oben ist kaputt. Ja, okay, aber. Jetzt sind zwei Leute hin. Jetzt. Einer muss halt reparieren! Ich hol Muni. Was ist denn das von der Roboter? Rein. Ah, okay, du siehst auch so sogar den Indikator, wenn der Ding voll ist, jetzt dreht er sich sofort wieder. Okay, ich bin oben. Okay, ich repariere. Mach die Waffe. Ich gehe auf das Muni-Ding und repariere das. Ich gehe hier unten die Waffe am reparieren. Oh, Alter. Wir kriegen so viel Aua. Ich geh nach hinten. Alter, hinten ist der RIP. Ich geh hinten. Nee, Braum ist auch hinten sehr gut. Mach ich vorne. Das sind drei Sachen. Alter, der hat schon wieder den Scheiß fallen lassen. Schießen. Shit, Alter, und eine Muni ist ja, fast ich kaputt. Ich geh. Sern, bleib da drin sitzen, ich hab Muni. Oder leg ich dir hin?
Oh, schnell die Tür noch repariert. Alter, das war knapp. Unten ist noch ganz viel. Und Peter, unten geht jetzt auf. Also nur nicht mehr. Oh, wir müssen schießen. Komm schon. Das haben wir alles repariert, ne? Ich sehe gerade nichts anderes mehr. Obwohl wir so viel Rot haben. Eine Phase haben wir Christian? Noch. Doch, auf dem Boden, oder? Ja, wir können nicht schießen gerade. Aua! Oh. Fast tot, Alter. Oh, da vorne. Wieso lässt du das immer fallen, du Idiot, ey? Dummen Vogel! Ja, manchmal lass sie so. Ich glaube, immer wenn du einen Hit kriegst oder so, lässt du das fallen. Oh mein Gott, hier vorne. Oh, war das knapp. Okay, ich mach oben Waffe. Weiter unten wird richtig groß, oder? Schnell. Und drin. Muni? Schießen! Ja, ich schieße. Peter und ich reparieren weiter. Ich mach oben Waffe. Das ist top. Oh, gut. Ich bring Munition runter zum Bram. Irgendwo kann ich die Waffe gerade nicht reparieren. Ah doch, wenn Christian nicht drin sitzt, okay. Kreis. Oh, alter Vater. Alter, was ein Stress. Jetzt können wir die Sachen reparieren, die hier noch offen sind. Boah, Digga. Das war echt. Holy fuck, Junge. Oh, mega geile Item ist wieder hier. Der war ein bisschen anstrengender. Muss man jetzt auch sagen. Wir kriegen jetzt nochmal mehr Hülle, nochmal ein ganz schöner Boost an Leben. Sehr gut. Mal reparieren. Nochmal mehr übersetzen. Super Munition. Die nächste gespawnte Munition verursacht 30% mehr Schaden. Noch mehr Leben für Objekte. Ich mach das mal auf das Munitionsding, oder? Wunderbar. Ist unten schon voll? Ja, ne, unten ist noch ein freier Platz neben dem Sitz des Sivers. Nice. Und dann? Ja, voilà. Dann weiter, würde ich sagen. So. Leg nochmal ein bisschen Heilung hier. Ja, weiß gar nicht, irgendwann Gebiet. Spawnt, glaube ich, keine neue mehr. Ja, wenn du genug verteilt hast, dann. Oder so hast. Ja. Hier, scheinbar. Mehr Schaden oder Schild? Ja, komm, let's go, Schild. Ah, komm, weißt du schon. Peter und ich heilen so krass, das ist. Okay. Mal gucken. Breit machen zum Roll. Da machen wir einen dicken Warp, Alter. Achso, alle Gegner? Oh, ist. Ist nur einer. So ein Händler wäre jetzt nochmal ganz schön. Müsste jetzt wir kommen, haben echt oder? Guten Money jetzt gekriegt. Ja, genau. Also, so ein Händler wäre jetzt echt top. Weil jetzt können wir uns bestimmt was leisten. Aber jetzt sind richtig fette Sachen, die noch teurer sind, die wir uns wieder nicht leisten können. Wir können Feuerlöscher nutzen, um Feuer zu löschen. Ah, was kann man? So funktioniert das. Was kann man? Da ist der Händler. Was hat Bram gerade gesagt? Das war, glaube ich, relevant. Das war elementar wichtig, was Bram gesagt hat. Er hat gesagt, wir können Feuerlöscher nutzen, um Feuer zu löschen. Okay. Ey, die ist echt teurer geworden, das Präzision. Ja, aber das ist jetzt ein blaues. Jetzt das macht blau. Jetzt auch mehr Schaden. Und hat mehr Leben. Laserabwehr ist aber auch so nicht schlecht. So ein Laserabwehrgeschütz würde ich echt ganz geil finden. Warte mal, aber ist das anstelle als an einer Waffe oder ist das irgendwo im Schiff? Nee, das war sowas wie eine Waffe. Da hatte eins der Schiffe hatte das eben auch. Ja, aber verlieren wir dadurch einen Waffenslot oder? Weißt du? Warte mal, wie viel haben wir denn? Wir können jetzt doch beide. Nee, das Sachen ist so ein holen. Ding zum Aufstellen im Schiff, so wie diese Werkstation ist das. Ja, also das würde ich beides kaufen. 80 Peter, doch klar. Ja, können wir nicht. Das Laserabwehrgeschütz würde ich schon voten. 100, 200, 300, 400. Wir können es halt oberen nicht noch kaufen. Das 80, ist zu teuer. 500, ja, so gerade mal wieder. Geh mit. Mir ist egal. Warum holen wir uns nicht die unteren beiden Sachen? Die unteren beiden? Ja, stimmt, die können wir auch machen. Mal schnell Verbesserung her, die temporär die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Das ist wahrscheinlich ja, so auch so ein Ding, das du dir irgendwo reinstellen kannst. So ein Reparaturtisch, kannst. Ja. Ja, genau. Finde ich jetzt nicht so super sinnvoll. Doch, aber das vergessen wir Geld auch die ganze Zeit. Oder? Was okay, hat der also kauft uns das Lasergeschütz, ja? Echt lange an. Ja, mach das. Ja, oh! So. Mit
gibt sogar drei Plätze. Bevor wir gar nichts ausgeben, würde ich trotzdem das untere Ding kaufen. Wenn wir dann schneller rennen können beim Reparieren, ist das schon nicht schlecht. Oh, kannst du es hinten hin? Oh, schade. Da vorne geht nicht mehr, da ist schon der Platz. Das heißt hier, Sepp, gönn mal Money. Ja, gönn dir mal, warte. Jawohl, reicht. So. Oh. Hä? Achso, doch. Freund. Ja, das kannst du nur an die Plätze, glaube ich, stellen. Austauschen. Gehen wir weiter nach hinten. Ah ja. Dahin. Aber ganz hinten macht keinen Sinn, da kommen wir ja nie hin. Aber tausch das gegen das Abwehrgeschütz. Weil aber das ist doch nicht weg, oder? Ich hoffe nicht. Nee, ich hoffe, das ploppt einfach raus. Das andere macht halt keinen Sinn, ne? Schon lustig. Das Abwehrgeschütz sollte besser hier hinten stehen, weil hier haben wir immer am weitesten und der Platz hier hinten ist richtig scheiße zu reparieren. Also macht wirklich Sinn, Peter. Mach einfach. Anders geht es nicht. Okay, wir probieren das. Mach das. Alter. Das ist weg, schade. Das war unser Abwehrgeschütz. Warum? Dafür können wir jetzt schneller rennen, wenn wir hier hinrennen. Oh Mann. Das war jetzt nicht so smart. Ja, das hätten wir uns vorher besser überlegen müssen. Aber hey, wir lernen da draus, wir lernen da draus. Ah, das müssen wir ja reparieren. Okay, let's go. Ja, okay. Easy. Ja, ja. Irgendjemand hat noch nicht okay gedrückt. Oh, gelb. Sorry. Aha. Ich war schon am Vorbereiten. Ja, das ist richtig Joke voll rödeln, ne? Oh. Autsch! Das Abwehrgeschütz wäre echt praktisch. Das wäre voll gut. Aber es ist schon ein besser rennen. Ach komm, als ob der das nochmal getroffen hat. Ja, noch haben wir keinen permanenten Schaden gekriegt. Ja, die können auch nichts, die Lappen hier. Was ist eigentlich der blaue da, Peter? Ja, ich warte darauf, dass was gehittet wird, wo die schon jemand repariert. Ah, okay, weil das sah halt immer super strange aus. So, ich bin direkt rausgeflogen. Ja, tschüss, Christian. Ich lieg schon wieder in meiner Grüßhase-Kammer. Ja, wenn der die Außenwand trifft, dann darf man nicht da direkt daneben stehen. Hab ich auch schon schmerzlich. Festgestellt. Autsch, so wie da zum Beispiel. Ja, aber die hat er nicht kaputt gemacht. Weil wir so einen geilen Hüllen. Was heißt diese Rüstung 4? Ich weiß es nicht. Das sieht schlecht aus irgendwie. Ja, rot ist immer doof. Rot ist erstmal immer doof, ne? Wie konnte ich denn jetzt nicht rennen? Toll. Jetzt konnte ich erst rein. Ja, easy geschafft. Nice. Ohne Schaden zu bekommen, dauerhaft. Nice. Sehr gut, das gab aber direkt das nächste Achievement. Ja, ist so. Alter, wir sind einfach viel zu krass für dieses Spiel. Oh, guck mal, wir haben sogar blau. Oh, cool. 25% Damage. Hier, scheiß auf 2 Leben. Ich will Schaden. Auch mal Captain sein. Das Leben ist jetzt aber nicht rausgeploppt, ne? Nee, du ersetzt Sachen, die verschwinden. Ja. So wie die Sachen, die man aufbaut. Ja. Aber irgendwann ist es aber mal rausgeploppt. Also das hat mich nicht verwirrt. Der Captain ist betrunken. Ach du Scheiße, es geht direkt los. Oh geil, ballern. Alle Geschütze, Leute. Der obere Geschützdude ist nicht da. Ja, ich hab dafür. Baller. Oh, Christian hier, richtig heftige, freshe Muni out of the new Bookstore. Autsch. Ich will nicht schielen. Okay, untere Waffe ist kaputt. Nice. Wie viele Waffen hat denn der? Da liegt noch eine Munition direkt neben dir, Bram, ne? Ja, haben wir ja schon. Oh. Auch sieht gut aus. Außer, dass die Waffe hier die ganze Zeit angegriffen wird. Wie mit dem Muni. Ach komm, also. Ah, da, ich gehe hinten links hin. Christian, du bist einmal raus. Scheiße, sie haben mich rausgepustet. Oh, das ist schlecht. Warum ändert sich noch einmal die Perspektive? Weil Peter raus war, glaube ich. So, weil du raus warst. Wir kriegen permanent Damage hin. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Schaffe ich nicht mehr bis da. Rakete!
Ich mache unsere Base. Oh Scheiße, wir verlieren Sauerstoff nicht gerade. Ja, okay, ich ist auch weiter offen. Zu. Ja, ja, ja. Ein bisschen mehr Luft da. Oh, hier vorne geht gleich auch kaputt. Scheiße. Okay, links ist wieder zu. Okay, hier ist Permaschaden gekommen. Ist nicht gut. Hier vorne brauchen wir noch zwei Wände. Jo. Alter, die Waffen von denen haben aber auch viel Leben. Okay, oben ist auch richtig übel. Generell hat das ganze Schiff richtig viel Leben. Ich meine, er hat nur 50 HP weniger als der Boss aus dem Vorlevel. Ja, wir müssen jetzt auch viel krasser geworden sein, nachdem wir richtig geil geshoppt haben und alle Sachen überspeichert haben. Ich höre Sarkasmus. Oh, was? Nee. Oh Leute, steht euch der Weg! Oh, jetzt ist unser Speedy kaputt. Scheiße. Alter, oh, was? Nice. Jetzt reparieren. Oh, das war knapp. Oh, fette Schatztruhe. Mega geil. Was haben wir? Oh, 8 mehr Leben. 28% mehr Schaden. Krass. Das ist wahrscheinlich, würde ich sagen, für die untere, weil die obere hat nur noch Schaden dran. Ja, Leben die packe ich untere, mal hier rein. Kannst ein bisschen was austauschen. Ja, das haben wir kaputt, ja. Genau, Peter. Boom. Habt ihr die kaputten Sachen hier, ne? Ja, ja. Die kaputten Sachen sind repaired. Gar kein Problem hier. So, tendenziell nach rechts, würde ich sagen, ne? Eher so den oder den? Ja, nach rechts. Wie du möchtest. Sieht gut aus. Ja. Achtung, der wer nackte zu schlucken. Hahaha, der standhaft, der Globo. Was sagt deine Mutter? Sagt deine Mutter? What the fuck? Okay. Sagt deine Mutter? Damit hab ich nicht recht. Oh shit. Wir haben direkt wieder Feindkontakt. Ja, das war. Damit war beim Angriff zu rechnen, ne? Ich reparier hier unten die Mauer. Ich gönn Christian oben. Oh, nice, nice, kaputt gemacht. Aua. Das ist voll gemein, dass die sich nicht irgendwo hinsetzen müssen. Doch, müssen sie doch manchmal, oder? Nee, die du haben. Du siehst die einfach nur nicht, oder? Ich glaub nämlich auch. Ach, das ist der Trick dabei. Nein, nicht die Waffe kaputt schießen. Da oben. Aua. 214 Leben auch schon wieder. Jo moin, ey. Ja. Ich brauch mal die Munition voll liegen lassen. Ja, oben, die Waffe ist kaputt. Ja, aber du hast die Munition fallen lassen. Ich hab mich eingesammelt. So, Peter geht dahin. Bram ja. Geht da. Die Waffe nice. Von denen hat 20 Leben. Ja, genau. Bram, ich ja, bring die Munition. Lasergeschütz von denen ist insane stark. Ja, hätten wir mal so ein Anti-Laser-Abwehrgerät. Ouch. Alter, die machen mit einem Schuss jedes Mal meine Waffe kaputt. Scheiße. Aber das Problem. Deshalb sollte man Waffen vielleicht dann doch mit Laser machen. Ach, mit Laser, mit Leben vollballern. Was? Nicht nur mit Schaden. Hier hinten, Peter. Mhm. Hier oben die Tür. Ja, die an, mach du die andere. Ja, egal. Ja, dann mach ich die andere. War gerade noch was kaputt? Ja, das ist man sieht immer die Leben von den Waffen, dann kann man zumindest ein bisschen gucken. Alter, wieder kaputt gemacht, die Waffe. Der Laser hat nur noch 5 Leben. Gerade ist alles heile. Alter, was geht? Nicht zu früh, Freund, ne? Das ist deine Waffe gerade wieder heile gewesen. Und zack, ist sie wieder kaputt. Komm, Bram. Ich mach die Wand rechts daneben. Hat auch gerade richtig Bock, ey, der Bull. So, let's go, Bram. Aua! I kill you. Jetzt machen wir den weg. Isau! Jawoll! Was, was? Easy! Ach, geht doch, ey! Good job! Ablinkzeit! Ja, ich würde sagen, Ablinkzeit auf Munition? Oder auf den Robo? Oder mal plus 19 Schaden? Ja, das ist okay, der plus 19 Schaden ist schlechter als alles, was wir haben. Ich glaube, ich würde mal Ablinkzeit auf den Robo machen, ne? Warum Robo voll? Ne, ich kann die Sachen nur auf den Schaden machen und wir haben nur. Ne, hier haben wir noch einmal plus 18% Schaden. Ja, dann tausch mal aus und können wir eins hier weghauen. Ja, ja, das verschwindet ja automatisch. Achso, ja.
Na, guck mal, ich glaube, hier haben wir rechts noch einen Elite-Boss. Nice. Sehr oh, shit. Gut. Moment, da ist auch Ende. Da hätten ja, wir gar nicht. Das konnte man erst sehen, nachdem wir schon drin waren. Auf die Lol, die haben so ein Abwehrding. Ich geh mal oben heilen. Ich mach Waffe unten fit. Er hat eine Mine! Was ist das? Die muss in den Müll geworfen werden, die muss in den Müll geworfen werden. Ja, let's go! Weg damit! Geil. Der schmeißt Minen wie Sau. Was ist denn kaputt? Bei Peter oder Bart, ne? Unten die Waffe gleich. Schmeiß hier weg. Pass mal. Komm, lass uns hier neue Muni geben. Ach, lol. Ja, ist wieder fit. Danke. Ja, moin! Was war das denn für eine Kackrakete? Mine. Ich kümmere mich um die Mine. Oh Gott, ich bin da. Nee, du machst das. Okay, dann mache ich die Sachen fit. Flo, ich will das reparieren. Aber gut, den Bonus nehme ich. Okay, die schießen. Weiter geht's kaputt. Schnell. Ach, du hast den Speed Boost? Ja, ich dachte mir, den sollten wir vielleicht auch mal benutzen, wenn wir ja, schon mega deswegen. Smart. No. Hinten haben die auch wieder richtig viel getroffen. Kacke. Ja. Ich gehe nach oben. Oh shit, ja. Alter, ist das weit. Okay, einen kriege ich hier nicht heilen. Den mache ich. Nice, super gut. Hast du den? Oh, Peter! Gott! Da du so schnell bist. Guck mal, den Schnelligkeitsboost gibt es schon wieder. Der ist super schnell wieder da, Alter. Den muss ja, ich echt auch mal haben. Ich glaube, ich schieße dir jetzt mal die Höhe kaputt. Was hat Brille? Ah, komm, ich hab's gerade repariert. Da schießt er schon wieder da drauf. Ja, ich repariere das mal selbst. Aber das müsst ihr ja auch nochmal reparieren. Ach komm, ey! Okay, Mine mache ich. Ja. Alter, Alter. Jetzt aber gerade rip. Können wir mal den Boost? Oh, scheiße, ne, ist alles gut. Aber die machen sofort unser Munitionsding kaputt. Nein! Oder? Da hab ich repariert! Na gut, ich geh nach aber oben links die Wand. Jawohl, ich hab zwei Leute! Zwei Leute sind raus! Töne Jan sie. Und Berti! Alter, voll gut! Hast du das absichtlich gemacht? Ja, das habe ich absichtlich gemacht. Ah, mega stark. Komm, ey, kaputt. Kaputt. Oh, ja, ich kam auf die. Okay, guckst du selber Waffe? Okay. Selbst machst Mine? Da kommt was geflogen! Ja, warte. Bin so langsam! Er hat kein Leben mehr, nice! Die Mine ist immer noch da! Jetzt hat er die fallen gelassen! Easy Snacks. Ah. Oh, plus 4 Hülle. Das ist okay. Aber wir haben wieder nichts verloren. Ich habe jetzt Max reparieren, das ist gut. Nice. Leben? Ich habe in Laufen investiert. Leben, Leben, Leben. Packen wir einfach unten mit zu dem Laufen. Ach, guck mal. Genau 52 wieder. Wir sind so unsterblich. Ja, ist echt so. Wir spielen das hier bei First Try einfach durch. Ja. Maximum Damage. Direkt okay. Weiterfliegen, ne? Ja, würde ich auch sagen. Verteil nochmal Heilungen hier. Hallo? Heilung! Jawohl, nächster Kampf. Hallo, ich direkt wieder weiter hier. Können wir mal die Buffs und bringen mal direkt Munition, oder? Hier, Christian. Oh, was? Ja, der okay. Hat kaputt gemacht. Das ist mal Damage. Komm, ich bring dir Muni. Kannst du weggönnen. Oh, Scheiße, jetzt hat er das wieder kaputt gemacht. Hätten wir mal so eine Abwehrmaschine. Hier wird ja auch nicht die ganze Zeit abwehren. Ja, aber immer den Laser und irgendwie haben die immer einen Laser. Die haben sogar zwei Laser. Nach oben. Ja. Alles kaputt. Gemacht. Mal hinten links. Bin nach oben. Oh nein! Oh, Peter ist raus! Das Ding ist genau dann kaputt gegangen, so eine Scheiße. Nein, jetzt habe ich einen Anzug an und nein! Leg sie doch wieder ab da oben! Achso, nein, der ist kaputt. Die ist kaputt gegangen! Oh mein Gott. In dem Moment! Der hat mich getroffen, hat mir das Werkzeug abgeballert und in dem Moment habe ich das. Oh, das war richtig kacke. Oh Gott, hier ist. Alter.
RIP, ey. Ja, das okay, ist gut. Was ist gerade noch kaputt? Sieht gerade nicht. Ich auch nicht. Nix, glaube ich. Das ist sehr gut. Aber die Hüllen weiter. Aber mit den Hüllen ist wirklich teilweise richtig gut. Nee, lass mal da auf die Hülle schießen, Christian. Ja, aber da oben die Waffe nur noch zwei Leben. Ich hab wieder den Mustard. Ja. Ich glaube, was passiert, wenn die keinen Sauerstoff mehr haben? Dann sterben die, glaube ich, alle. Du hast ja wieder zwei gekillt von denen, oder? Ja. Da lebt ja eh keiner mehr. Die von Hülle weg. Ja, das macht halt voll Sinn, weil die immer an bestimmten Punkten langlaufen. Nein, jetzt hat er die Wand kaputt gemacht. Statt die Waffen kaputt zu machen, dachte ich mir. Kann reparieren. Oh nö. Jawohl, nice. Nice. Ich soll nur noch reparieren. Die hatten einfach die gleiche Idee wie wir, glaube ich. Ja. Was dachte ich, krieg schneller repariert, als sie es kaputt kriegen. Ich glaube, das ist nur noch der rote Riss am Boden, ne? Ja. Ja, guck mal, und? Aber ah, okay, wir haben jetzt. Diesmal haben wir 6 Stück verloren. Nee, diesmal haben wir nichts gekriegt. Voll doof. Wir haben nichts gekriegt dafür. Aber dafür geht es weiter, immerhin. Fragezeichen. Oh, ein Fragezeichen. Oh, oh. Jawohl. Ja, Fragezeichen ist Gegner, oder was? Sehr gut. Hier, wird direkt auf die Wand geschossen. Hier. Oh, das war ein Critical. Ich bring den Muni Bram. Ja, raus mit euch, Jungs. Maschine ist wieder stark da, Bram. Okay. Nicht mehr. Ist kaputt. Ich komm. Peter kommt. Oh, warte. Ja, rechts daneben die Wand. Alter, was sind das für Huren? Das ist jetzt so eine Abwehr, ne? Ja, Moment. Jedes Mal ein Trinken, würde ich sagen. Jawohl. Da wollen wir. Okay, Außenhülle. Alter! Die machen hier jedes Mal das Ding kaputt. Vielleicht sollten wir auf die Wand schießen. Ich immer die Waffe wieder kaputt. Wollen wir mal hinten? Oh shit, warte mal. Ich muss mich beim Eilen. Au! Also, die machen ganz schön Damage. Gesundheit. Ah, oh, Pilsas. Weil die Waffe so. Ja, ich mach. Wir haben nur noch 6 Leben. Wie ja, wieder die? 19. Nice. Mach oben die Waffe. Okay. Ja, schieß die ganze Zeit hier drauf, Alter. Jawohl. War alles repariert, ne? Mega. Peter, gönn dir immer mal wieder auf den Boost, ne? Unser Reparaturteam läuft hier nix, ey. Gerade geht's, oder? Ja. Ja. Gerade geht alles. Ja, die haben auch nichts mehr. Bram hat die alle und Christian haben die alle ausgeschaltet. Mega gut. Ja. Auf die Wand. Scheiße. Ja. Ja gut, der Sniper, der ist halt auch, macht auch echt viel Damage, ne? Ist direkt immer ein Objekt komplett RIP. Guck mal, Bram, schieß mal. Hier oben links die Wand. Ja. Nice. Alter, ja moin. Machen wir unser Hauptding. Okay. Bams! Gar nix. Mach die untere Waffe. Wie schnell man ist, ey. Ja? Düs. Ja, das war's. Oh, nice one. Och, geil. Aber wir haben auch richtig viel Leben verloren. Holy shit, wodurch? Gehen wir hier. Wir müssen, wir müssen noch fertig machen. Ja, wir müssen. Aber wir haben 10 maximal Leben verloren, tatsächlich. Wir haben sehr. Also, es ist alles Abklingzeit. Ja, aber das können wir auf die Boosts machen, theoretisch. Ja, da ist zumindest noch was frei, ne? Ja, genau. Okay. Da ist wieder kein HP verloren. Hatten wir vorher 42? Ja. Bin ich vorher 42? Dann nicht 42. Steht der nächste an. Alter. Boah, also ganz ehrlich, ja, das ist ein bisschen repetitiv. Was?
Aber jetzt haben die voll die crazy Laser. Vor allen Dingen haben die Feuer jetzt. Oh, Feuer ist richtig Schmutz. Ja, wir Feuer machen wir mal weg. Oh, shit. Du hast auch Feuer. Ich bring mal einen Feuerwerfer hier hinten noch. Alter, guck dir an, wie viel Life die jetzt haben mittlerweile. Oh ja. Alter, 300. Wieso kriegen wir kein Reparaturzeug mehr? Ist das kaputt? Das ist irgendwie total langsam. Ne, wir haben so viel hier rumliegen, Peter. Wir haben auch die Wand schon repariert, die ich dir kaputt geschossen habe. Das geht super schnell. Wieso schießt du um keinen? Achso, Bram ist gerade da. Okay, alles gut. Ich habe Munition geholt. Jetzt müsste das Feuerding jetzt erstmal außer Gefecht. Sehr gut. Oben. Und dann bei denen fliegst du wieder raus. Ich repariere das gerade. Egal. Alter, den Speedboost brauche ich, ey. So langsam. Ja, wirklich, dieses Leute aus dem Ding rausschießen. Ja, wenn die da keinen mehr haben zum Schießen reparieren, ist ja mega gut. Das ist zumindest den Response-Circle, oder? Ja. Also merkst du auch, die haben jetzt so ein bisschen, sind die schwächer geworden, also... sind wir arbeitslos. Will mich nicht beschweren, aber... merkt man. Danke, Peter. Der Arbeitslose, weil es ja nichts zu tun gibt, wenn wir uns nicht anschließen. Sehr nett von dir. Ja, ja, so bin ich. Ah, Feuer wieder. Feuer, Feuer, Feuer. Machst du, löscht du? Ja, Feuer haben wir wieder repariert, scheinbar. Okay, das haben wir jetzt geil haben wir getauscht. Egal. Oh shit, was die Waffe ist kaputt. Das war Permaschaden. Das war nicht gut. Dammit. Autsch. Die Waffe ist wieder online. Jawohl. Vorne machst du? Ja. Gib mir. Ich geb. Weggetackelt. Hä? Ach, scheiße. Oh, Feuer. Ich hole. Oh, wir können nicht nachladen. Ja. Okay. Was ist jetzt? Nice. Jetzt hab ich keinen gekriegt. Alter! Geht doch mal nicht so ab. Ja, licht doch mal dahin, ich mach danach die Wand links. Sehr gut. Ja, ich gehe. Ja, ich meine Bram. Sofort haben wir sie. Alter. Uiuiui. 25 Schläden haben wir noch. Probieren. Plus ein Hülle haben wir gekriegt, das ist ja mega nett. Geil. Aber auch hier einen wieder viel mit Schaden, ne? Ja, das stimmt. 27% Schaden haben wir hier bei Christian. Wechsel ich da mal aus gegen einen 20% Schaden. Uiuiui. Okay. Bram kapitiniert. Achso, kapitiniert nicht, dann mach ich das. 4 AP nur, also alles okay gewesen. Ja, wir haben aber nur noch 38 und gleich kommt irgendwann ein Boss. Ja, und wir waren gerade schon, hat schon erstmal kommt ein Ausrufezeichen. Ah, ein Asteroidenfeld, da ist ja was Neues. Durchfliegen, abschießen und fliegen. Abschießen? Was ist denn hey, abschießen? Doch abschießen? Haben wir noch gar nicht gemacht. Okay. Stimmt, aber das klingt stressig. Ja, unsere Waffen brauchen noch ein bisschen, so 2 Sekunden, bis sie anfangen zu schießen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Selbst sagt abschießen. Ja. Oh. Piratenkollektiv? Auf das heilige Feld? Okay, abschießen heißt einfach kämpfen. Okay. Ah. Ja, aber... ich hab 319 Leben. Warum hab ich gesagt, wir fliegen da durch? Selbst machst du? Ja. So, 2 sind schon mal weg. Ihn ist auch weg. Ich nehm schon mal einen Feuerlöscher mit. Ich hab so, jetzt müssen wir halt die Waffen kaputt machen, damit die dann nicht mehr so schnell reparieren können. Okay, die haben das Ding schon repariert. So schnell. Ja. Ich mach Mine. Ach, Mine, okay. Ja, nochmal 2 Leuchten raus. Oh, Feuer. Die haben auch Feuer? Ich mach ja, Feuer. Ich hab Feuerlöscher. Ja, du hast Feuer? Okay. Feuerlöscher ist heavy.
ist sehr effektiv, auf dieses Munitionsding zu schießen. Da kannst du nämlich keine neue nehmen. Ja, oder? Die vielleicht auch nicht, oder? Ja, ja. Ich finde den Plan eigentlich ganz gut. Super, das war der. Weil die haben mehrere die davon da stehen, ja, okay. Ne? Das ist das doof. Nee. Hä? Die haben nur ein Munitionsteil. Nee. Doch, oben nee, zwei oben haben ist die. Auf jeden Fall eins drin. War Feuer schon wieder, steht in der Mitte. Ich hab. Alter, können die mal. Nein! Jetzt. Ja, da haben sie sich aber drauf konzentriert, ey. Oh, das war's. Ja, wir arbeiten dran. Okay, Christian macht das Ding. Ja, ich brauche Munition. Alter, das war knapp. Da wäre ich fast rausgezogen worden. Ejo. Alter. Ich mach Mine. Komm mal, unten ist kaputt, ne? Alter, doch nicht immer mit dem Feuerding da drauf. Das ist doch frech. Gib. Ja, Moment. Ich lösche. Auch hinten ist kaputt. Ich wollte auch Muni haben. Naja, ich versuche auch Muni zu machen. Okay, Muni ist wieder ganz. Alles. Ja, das hat mal. Warte mal. Ach, ich mach Mine. Ja, ich kann da hinten. Bram wird jetzt geschossen, darum kümmere ich mich direkt. Alter! Nein. Wie lange leben die denn? Noch 47 HP. Oh nein, die machen wieder unser Munitionsding kaputt. Feuer! Ich hab. Oh Gott. Alter, nimm doch das Reparaturding auf. Wir brauchen noch Reparatur von Munition. Ich mach Munition, mach du die Waffe. Oh, ich mach Mine. Okay, Sepp mach Mine. Oben ist noch kaputt. Ja. Da geh ich hin. Oder gehst du? Ja. Jetzt ein Feuerlöscher hier stehen. Ja, aber auch das holen wir endlich, easy. Endlich, Alter. Alter, leck mich am Arsch, ey. Wir haben kein wieder kein HP verloren. Woo! Gut, ah ja. Bram ist wieder da, alles klar, let's go. Das wird blass. Das kann jetzt nicht schlimm werden. Alter, gegen die ganze Raumstation. Die rutschiert jetzt die ganze Zeit durch. Der Knopf da. Ja genau, ihr habt da so einen Knopf. Ah lol, mit dem Knopf könnt ihr drehen. Ach so, mega. Ich gönn euch mal Munition. Hier, warum sollte man drehen? Komm, ich gönn dir. Grund haben. Ja, moin, da hinten. Wie machst du, Sepp? Ja, na. Oh, ich mach die andere Mine. Oh, jetzt geht los. Jetzt finden die uns auch nicht mehr cool. Alter, die haben direkt unseren Dude weggemacht. Ach du Scheiße. Wir haben richtig viel kaputt. Alter. Einfach immer wieder drehen, wenn die anfangen, einen Scheiß zu machen. Tine! Jo. Aber oben ist halt richtig viel kaputt. Wir kriegen richtig viel Schaden jetzt. Scheiße. Das war richtig Schmutz. Können wir das nicht trotzdem noch reparieren? Nee. Doch. Warum da nicht so, Muni? Ja. Um Feuerfuck! Wir sind ja ganz schön mit Minen beschäftigt, jeder Alter. Jeder Teil hat seine eigenen 179 Leben, ja klar. Moment, wo ist Reparatur notwendig? Da. Aber da steht selbst schon. Okay, wo noch? Okay, da. So, Bram, let's go. Scheiße. Nee. Reparier doch da! Ich reparier! Was ist denn hier? Das brennt ja auch, Peter! Achso, oh lol. Oh lol. Oh Mann! Was ist das denn? Ah, was? What the fuck? War einfach die Atombombe. Was? Holy shit. Am Arsch! Oh, man muss das Ding immer einmal turnen, wenn man das gehört, das Geräusch, dieses. Da muss man einmal turnen, damit die nicht die Atombombe. Okay. Okay. Ja, cool. Ja, kommen wir denn jetzt was mit unseren Freunden, Lauf aber hart repetitiv. Ja, das ist halt Early Access, das ist ganz neu auf Steam, also da wird hoffentlich noch viel Inhalt zugemacht, weil das reicht bisher noch nicht, was die, finde ich, haben, weil du hast entweder einen Kampf oder du hast halt immer die gleichen Sachen und die sind super schnell die gleichen. Aber
Ich glaube, das könnte Potenzial haben. Das ist schon ganz cool. Ja. Das ja. Definitiv, ja. Bisschen mehr Mechanics noch. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, this is Warp. Oder so ähnlich. Das haben wir jetzt mal ausprobiert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zu einem anderen Video. Haut rein. Tschüss. Tschüss.